da immer ein Passion für Tuske Buche Kirol. Das hat mich immer fasziniert. Guten Morgen. Neben mir steht ein Leo Linden. Der Leo ist 85 Jahre. Ihn aus ewig langen Autokurs geführt. Also, Leo, wie hast du gefangen mit Fuhren? Ich bin 62 Jahre gefangen. 62 Jahre gefangen. Kontinuier zu fahren. Und ich habe mich abgehalten bis praktisch 2020. Da hatte ich einen Akzident mit dem Velo. Du hast so ziemlich alles geführt. Das ist von Bierschrennen, Zirkus, Rallye. Was für den größte Passion beim Autosport? Aber ich gebe nach heute so, dass ich aber außer dem Rallye nach am liebsten Bierschuss gefahren bin. Weil ich muss leider so, das ist eine gefährliche Geschichte. Die meisten wissen nicht mehr an der Qualifikation, wie sie angestuft sind, als Bierschuss die gefährlich ist. Und da kennt den Rallye und da kennt euch das Circuit. Das hat mir immer Freude gemacht. Das ist die größte Satisfaktion gewesen. Du warst auch zweimal Lützburger Champion am Bierschrennen. 2006 bist du bei dem Dallaire, bist du echt für dich Champion gehen. Ja. Und die zweite Kehr, das war eine Formel Renault bei dem Honda-Motor dran. Also, ja. Das ist mit Ketten umgedreht. Ja. Da ist noch ein bisschen ziemlich rustikal gewesen. Mit Donner ist aber richtig drauf gedrückt, für ein richtig schicken Auto zu kaufen. Das war wirklich die Passion und noch dein Lebenswunsch, der Lebenstraum für selbst zu fahren. Genau so war es. Es geht nicht immer wie ein Gerhard. Ne? Und da muss ich noch ein bisschen noch gucken, was du noch kannst. Ich will da immer ein bisschen ab Nummer 60 gehen. Ich habe alles selber gemacht. Und ich kann ja nicht immer nehmen, aus dem Pippenhülle, muss auch abstrakt kommen. Ne? Ja, wenn du es in der Formel, das war in der Lehrer, den du hast, das in der Kommerste Formel 3 Euro-Serie, das war eine ziemlich höchstgestachene Maschine, die musste gefahren bis zum Schluss, irgendwann ist sie dann abgehalten. Mir hat das nicht einfach leid gedacht, dass sie dann irgendwann eigentlich muss abhalten. Ganz klar. Ganz sicher ist das so, mehr. Ich habe mir das lange und viel überlöst. Ich habe noch gewusst, was ich mir all gut könnte, mir lösen und so viel. Aber, ich gebe ehrlich so, es kann ja nicht leiden, nicht gerne. Passion ist noch einmal da, sonst fähre ich auch nicht heim. Und ich weiß, dass es enkel muss ein Ende sein, aber es fällt so schwer. Ich hatte natürlich, da muss ich aber nur so, ein super Ende, wie ich abgehalten habe, und das war in Italien. Und das war zu Gubbio. Also die Ovation, die ich da kriegte, und das, mich hin hat das nicht können sehen. Das ist ein vier Hill-Climb aus der gewesen. Ne? Die nochmal zu Lützburg war 2014. Und du hast dann erzählt, Sport hat dann eine Kipp zusammengestellt und die sind dann in die Italien geführt. Wenn ich mich gut erinnere, hat die den Kurs per Kipp gewonnen. Ja, die haben wir gewonnen. Das war schön. Also das war ein Aufschluss für einen Bilderbuch. Komm, ich schwarze mal ein bisschen vom Anfang. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, für Kurs zu fahren? Okay, das war immer so. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja Mechaniker, ich bin eine Meisterprüfung. Und da immer ein Passion für Tuske Buche Kirol. Das hat mich immer fasziniert. Aber das war noch alles ein bisschen mehr. Und dann, nicht kann er schon mehr, aber auch nicht die Evolution. Wie ein Tau das. Und du hast die Lösung gefangen. Am Anfang sind ich mit dem nächsten Auto und Teil gemacht. Einem Führer sei ich voll kein Nimmen. Und ich gesagt, so, da warst du mal so viel schuldig. Oder ich fahre den Pummel auf dem Auto. So haben wir dann nur gefahren. Dann sind sie mal sporadisch gefahren. Bis ich 62, vier Donner. Ich weiß dann nicht mehr genau, wie ich mein nächstes Auto kaufte. Okay, das war Donant, das ist, du hast hier andere Leute, das Auto abgebaut und dann hast du auch die dafür am Torstorp und die fuhren. Ja, so war. Ja, die waren das Auto ein bisschen, oder das Kursauto ein bisschen mehr rudimentär. Wir stehen heute zu Lorenzweiler. Nächstes Jahr soll ein Revival vom Bierschrennen von Lorenzweiler sein. Wie oft bist du heute gefahren? Also, das war schwer so. Ich ging Mengen 25 Mal. Ich meine, ich war nicht immer dabei, aber die Kehre sind aber auch, wo ich nicht dabei war.
Mir du hast natürlich auch etwas ganz Spezielles gefeiert, ne? Das war 2006 oder wenn ich da fiest, dann 600 Bierchen gefahren was. Heißt nicht das gefeiert, aber das war 600, ja. 600 Bierschrennen, du warst ja dann aber nach ein paar Jahren haben drin, was du nach Kurs gefahren. Weißt du genau, wie viele Bierschrennen du gefahren hast? Ganz genau nicht mehr. Es waren 700. Da könnten drei, vier Männer sein. Ich sehe auch nicht gerade immer ganz, wo wir nur kommen. Und die sind dann nicht dabei, mehr, wie gesagt. Also, um die 700 waren schon. Ja, das ist ein beträchtlich Zahl, besonders du bist ja dann irgendwann ein von Tour wohnen, was du der Formel wohnen hast gewechselt. Ja. Und mit das war ja dann aber der Kick für die Formel wohnen zu klammern. Für Formel, das war immer mein Wunsch, weil ich in die Auto immer immens flott von. Und ich hatte auch die Chance, dass dann Marcel Torres viel zu sehr zu mich gefahren ist. Und ich war immer bei ihm. Und ich bin dazu nicht so richtig mitgekriegt. Ich bin immer ein bisschen auf die Stimme gegangen. Und die hat gesagt, Dillion, komm ja nicht in die Kurve. Und ich hatte 25 Jahre. Da guckt mir so, ich tue ja den Tourismus. Ich sagte, ja, das ist ja mein Kurier. Ich war schockiert. Ja. Ach, das nur hat ja Formel 3 gehabt. Okay, mein Gott, die finden natürlich eine Woche nicht am Supermarkt. Natürlich, das ist aber schon nicht ein Fehler, wenn man da beschäftigt gehabt, vorhin so etwas kann kaufen gehen. Ja. Der nächste Ort war zu Bettbusch, hatte ich gekauft. Ja, das war ein Martini, und so viel. War schon ein gutes Auto. Die Evolution geht viel wie alles. Ne? Ja. Du warst dann nicht selber gefahren. Das ist, du warst, ich habe viel gesagt, gehabt, all Disziplinen hast du gefahren, aber du warst auch Beifahrer. Natürlich, das war deine zweite Karriere, wo du mit Auto, mit Leuten am Auto gefahren hast. Ich denke, dann alle Kriedel, wir kommen nach Europa zurück. Und du warst auch mit Köbenickel gefahren. Weißt du, wie oft dass du in Monte Carlo gefahren bist? Oh, mit Köbenickel sind ich sicher dreimal gefahren, aber mal auch dreimal gewesen. Was wird von? Ja. Wenn du warst mit Mali, bist du in Akropolis gefahren? Akropolis sind wir gefahren, ja. Auch. War schön. Interessant sagt, das muss ich sagen. Ja, nee. Die Knüppelhaut, die hast du natürlich dann noch knüppelhart. Und das muss dann natürlich aber wahrscheinlich die Aventur gewesen sein, weil für dich wird Stängel zu fahren. Und das ist ein Knallhart-Rallye gewesen. Das ist der Wahnsinn. So wie die muss war, die kleinste stehen, das war so groß wie ein paar Wegstehen am Eidecker. Also, was wir nicht wussten, wir waren aber an der Hinsicht ein bisschen. Blumen nicht gefasst, dass ein spezifischen Auto ist. Ein Auto, den 3, 4, 5, 6 Mal verstärkt das und nicht nur ein bisschen geschmeißt, für ein Bierschloss zu fahren. Ja, der Finder Rallye Monte Carlo, du bist mit Nickel gefahren. Was fährst du? Du bist mal ein Jahr 80 mit dem VW Golf fährst, ne? Die ist, ja. Wie viel CD du gehen? Weißt du das noch? Mit dem Golf, das war ein Flotzer. Ich meine, wir waren die 15 dann noch mehr. Der Golf ist gut gegangen und hat auch nicht so ein schreckliches Licht und hat das dazu Motor, wo kein Problem mehr mit war ja saure Motor. Und wenn das gut gegangen hat, er kurz Sport und man hat richtig gut Zeit vor dem Motor. Und er war ultra, ultra leicht. Vertraut, muss ich in Haar gehen, ob Konstrukte vergessen, immer mehr dran und immer mehr schwer. Das ist der falsche Weg. Ja, das ist, ich komme nur noch zurück, ob du warst in Akropolis, bist du mit Olli Kriedl gefahren. Denn Olli hat also noch gestern verloren. Am Alter, das ist von 86 Jahren. Verzeih mal, was mit Olli, wie der zusammen, mit ihm zusammen schaffen, mit ihm zusammen fahren. Du hast den Olli und du, die hat dieselbe den Patron. Wie ist das geil? Den Olli kam ich bei mir und hat gesagt, gingst du mal vor, wenn man in Akropolis war. Ich wusste ein bisschen, was das für mich, aber nicht an der, bis ich da war. Weil das schon katastrophal gegangen, weil wir viel zu spät da gekommen sind. Das heißt, wir hätten müssen 2 Monate da sein, weil das war in dem, wo ich weiß, nämlich, ich ging einfach in Zell, so 6000 Kilometer, und das war rup, vor von La Partie Nord bis auf Kalambaka rup. Das war schon über 3000 Kilometer, ja. Die haben wir dann noch raufgerappt mit einem Trainingsauto. Ja,
Da könnte ich ja denken, da stehen Leute an denen, so ein Furt, also ein Stoß, die mit dir fliegt, wie Bücher links und rechts. Und da stehen Tonnen Leute, die müssen da kommen, wie Weltmeisterin. Und da denke ich, die tun sie nicht alle. Ich sage so, sehr schnell. Ja, das war aber nicht so. Du musst dann durch das immer gedreht, aber auch nicht wieder zu kommen. Ja, das ist in einer Zeit, aber du hast auch noch eine andere Aventur, denn, wo keine Nullisch mehr Mutter war. Du hast das schon erzählt, gell? Für drin. Erzähl die Geschichte mal noch ein bisschen, wo du bei der russischen Pilot unlustig warst. Oh mein, ja. Ich muss ehrlich sagen, wir waren, ich muss ein bisschen viel greifen, das auch nicht. Also, das Nalli als Gefühl wie ein Herrgott, aber es kommt nicht so lang für die Rolle. Gehen mit dem Tempo und mit dem, muss man ehrlich sein, wie wir stehen geblasen sind, das war einfach zu viel. Na, war ein Jung, war ein Dumm. Gut. Und bei der Karte angedrückt, der Tisch, die Protestkarte war angedrückt, an der Karte, du hattest viel Ölig verloren. Ja, und wir sind dann bei Russ gegangen, da war ein lieber Kerl, und die hatten die Plattkosten natürlich. Das war ein Kosten, wenn man so ist, aber so etwas, so wie Hauton verpackt. Das. Gut. Und meine ich gesagt, wir können ja nur mal die zylindrisch kosten. Und dort die natürlich gehen, weil wir stehen auf einer engen Zone, für zu stempeln schon. Und da streng vorbei den Kopf ab zu machen. Und da, ja, was machen wir? Die Luft war und war keine Nullisch mehr dran. Ich sag, lauscht dazu, muss, wie so, fand, dass sie gefallen mich. Die Mann hat Brunnen zugegeben, das weiß ich, ne. Also, du hast viel Leute hier rundherum, die also führen, ständig alle geführt mit dem Auto. Und der Mann ist kaputt, ich schütte nördlich dran. Das tun ich auch gemacht, und du kannst schon nicht gerannt, den hat aber gesehen, dass der Kapo steht ab, war. Ich hab mich ein bisschen dann aufgeführt, nördlich dran zu schütten. Und der hat den dann gesagt, wir werden deklassiert. Und die anderen tusten, nein, hei aus der Eis geschickt, hei war alles an der Reihe. Und so viel, da konnte man da viel aufhören. Ja. Hey, da war es ja noch gut, dass Pix platt war. Wenn es nicht in Kanister geht, das heißt, der Kapo müsste mir hier abmachen. Ah, ja. Dann kommt ihr dann noch entgegen. Ja, ja. Oh. Ja, mit das ist Anfang einer Zeit gewesen. Dann. Also in einer Zeit. Ja, gut. Aber du bist natürlich auch viel an der Balsch gefahren. Ja. Ganz viel, ich meine, so, ich bin von einer Zeit schon mehr wieder an der Belsch wie zu Lützebrüch. Ja, ja, gut, ja. Du redest dann ein wenig. Von kurz und heute an der Belsch. Uh-huh. Und nicht unter dem Benelux oder Belux-Championat. Ja. Ich meine Belux-Championat. Ja. Und nicht unter der Zufall. Und sind nicht immer da hinten vorgegangen. Es sind alle gefühlt, die Kosten waren da viel an der Belsch. Und heute war das ja noch viel mehr als dran. Es waren heute am Anfang. Vielleicht 6-7 Bs kostet, sodass das da vergangen ist, sodass man natürlich aber 25 Jahre mehr Kurse gefahren sind. Ja, das ist eine ganze Party. Da geht es dann natürlich dann ein Dumm, den der wirklich unhängt, und das ist ein Sacré Léon. Und wenn ihr das seht und der Lützebäuer Autosport seht, wahrscheinlich schon an der Welt, ja. Wenn ihr das seht, das ist, ja, alle Mensch kennt den Dumm. Das ist eigentlich dann, ja, schon mal eine Liebkosung für so ihn zu nennen. Aber erzähl mal, wie das hier kommt. Boah, also dem war den Michel Adam, das war ein junger Aspirant für einen Kommissär sportiv zu gehen. Und wir sind zu Riedeglan gefahren. In der Riedeglan kann, das war ja noch das Jahr da, oder das letzte Jahr war da dann. Das ist ein ganz, ganz schnell an meinem ganz großen Herz. Und wie dann da durchgegangen ist, mit dem Gruppen. Das war ein Flutzerie und ich fand, die bezahlbar war, konnte ich mit einem Golf fahren, mit all den Autos, konnte ich fahren. Und das tut aber rein theoretisch nicht der Vergangenheit gegen den Auto. Falsch aber, okay, ja. Geht für nicht, also gut gemacht wie Kunt, Jango, mehr gemacht wie Diana. Aber ich war immer noch in einem normalen Raum. Was ich aber nicht appreciiert habe, da tun ich bis heute so nicht, das war ein Fehler, dass ich ein bisschen mal Zerie Pneu fahre. Da sind die eingegangen, Spinne war ein Pneu besser, Michel, Spinne war besser wie Michel,
an so viele sind auch sogar die sind nach Griechenland gegangen, weil da ganz andere, noch in England ganz andere Straßenkonditionen sind viel mehr klar, die Pneu waren mit Müll. Also, du hast schon das bisschen zugegangen mit dem, ich will das gerne so ein Trich, mehr aber je. Und ich war komplett gegen eine Straßenpneu, weil wenn ich dann nur einen Alpha will, in dem muss, war das ein bisschen, du lüre da, meinst du, die Alpha präpariert, die V6 und die sind gut gegangen. Und sind dann ein bisschen mehr Licht gemacht. Du war die Note, die war ein bisschen so kokolisch schon. Und dann, ja, mit Straßenpneu. Und dass das geschieht, was ich gefährt bin, dass nicht lang gegangen, da hat man nicht einen Tod gehabt. Für sehr kurz, man hat dann an paar Monaten hat man 3-4 Tote, ja, alles mit der Pneu. Und du nicht, ich war immer schon in der Kartenkommission, als ich in Paris kam, da hat man immer ein Meeting zu Paris und Concord. Du nicht mich beschwert, und ich habe gesagt, dass nicht mehr kannst du mehr. Das ist nicht richtig. Ist das. Und der Sekretärgeneral, das war Nief Leon, den hat mich ein bisschen gekannt, hat mich auch verstanden, so sie wäre gerade. Und heute habe ich es gemacht, und es hat nicht lange gedauert, ich ging so ein Zwingming, die sind Stoß aufnehmen, waren die alt, und konnten mit Schlicken fahren. Aber wie ich das bis fast, dann haben wir ein Datum gesagt, das ist nicht ein Predig gekommen. Mit vier Slicken, rum, das war aber alles aus unter dem Auto gelaufen. Wir sind die Klasse, haben alle Papartieren, hier und da. Und dann kamst du noch, dass die Michelle da, du nicht zu dem gesagt, wann ist Michelle da? Und du wirst der Leo. Da gibt es Folgen, dass man nicht gegen den da fahren lassen. Und da kann ja fahren, egal wie, auf einem Trichter, und die Klasse, man eben nur der Kurs. Ich kann immer nach der Kontrolle après Kurs machen und dann deklassieren wir. Da wird dann noch gelöst und du hast da auch so gar nicht gefühlt. Ich war nicht ein paar Richter, ich weiß nicht mehr wie viel, aber ich hatte eine Drang Zeit gefühlt. Ja. Und du könntest, wenn du mittags bei mir den echten Kurs lauf, du könntest von weitem und faust an der Lu, ich weiß, was da noch geschieht. Du hast mich geguckt, ich stieg beim Auto, war ein Apparat der Firma für zu fahren. Sacre Leon, Sacre Leon, Sacre Leon. Und dann ist er zugelöst, noch geschieht auf etwas. Und ich dachte, Mann, tu m'as bien nu. Und ich dachte immer, oje. Und ich dachte, ja, ich wusste, das hat sich in den Topf gemacht. Ich dachte, ich hatte aber einen guten Zwiebel gegen mich, dass ich gesagt habe, ich gehe nicht deklassieren, ich gehe nicht direkt heimschicken. So nicht bei einem Umkrieg, du warst der Sacre Leon. Wenn du aber nur guckst, zum Beispiel, du warst in einer anderen Zeit gefahren, da hätte ich jetzt hier schon ein halbes Jahrhundert zurück, bevor du gefangen hast. Wenn du nur in der Zeit denkst, und du sagst, die technischen Möglichkeiten, die Autos oder so, was haut das? Wo willst du dich halt positionieren? Was siehst du, dass ich 50 Jahre wäre es besser oder ist es halt besser? Also, das war ja so, ob es besser war. Es war mir natürlich, es war mir menschlich. Heute ist es, denn der Führer ist eine programmierte elektronische Maschine, wenn ich das bald darf. So. Und er muss die Konditionen bringen, so du gar keine Chance, für überhaupt mich heiß zu kommen. Und dann Preise, was es kostet, wenn ich so, dass ein Saison am Kart, auf Weltmeisterschaft nicht über 600.000 Euro kostet, da muss ich mal bedenken, es sind nur ein Schritt gemacht, den ich wirklich gut fand. Ich wusste nicht, das war ganz neu, dass von 26 Jahren so THC-Autoren dürfen nicht mehr, ich glaube, 400.000 Euro kosten, die unter Lohning 100 kosten. Mhm. Ja, also, das dann, was da drauf, was mich gefragt hat, es wäre mir menschlich, halt, also, alles elektronisch, das alles ein bisschen aus dem Ufer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es immer so viel geht. Nein. Ja, gut. Nee. Ob das bleiben viele Leute auf der Strecke, ich meine als Mensch. Ja, als Mensch muss ich natürlich dann noch mit dem nötigen Budget kommen. Da, das ist natürlich dann extrem schwierig. Wie gut, das sind in einer Zeit, geht hier. Und das ist natürlich noch flott.
dass du ein bisschen kannst, erzählen von der ganzen Sache. Es ist richtig einfach spannend gewesen, für den Nutzen zu lauschen. Vielen Dank. Ich sage noch Merci.